selten so eine Taube gehabt, die so eine, wie soll man sagen, Schlagliebe hat, eine Zellenliebe hat. Also die verteidigt ihr Nest, das ist unglaublich. Also wo ich sie damals geholt habe, hat sie wirklich, ich habe gedacht, die Taube, die stirbt. Die hat fast 3-4 Tage, hat die so getrauert, die nichts gefressen, nichts gesoffen. Also ich habe fast 1,5 Jahre gebraucht, um diese Taube hier heimisch zu bekommen. Ich sag mal, jetzt habe ich so das Gefühl, die letzten 2 Jahre, dass sie angekommen ist. Was ja auch wichtig ist, ist immer ab und zu mal was Neues dazu zu holen, weil ich denke mal schon, man muss immer wieder auf der Suche sein nach was Neuem oder sich auch zu verbessern, weil ich denke mal, Stillstand ist auch Rückschritt. Was diese Täubin hier in Afrika, die Kinder nachzuchten, ja, geflogen haben, ist auch schon, sag mal, einzigartig. In 4 Jahren mit 3 verschiedenen Vögeln hat diese Täubin Kinder gezüchtet, die über 60.000 Dollar in Afrika gewonnen haben. Und das ist so eine Taube, die ich jetzt neu dazugeholt habe und versuche, meinen Zuchtstamm um den Black Power ja, zu ergänzen und zu verstärken. Diese einzigartige Härte, was diese Täubin auch hat, das waren 2 Finals, wo in Afrika jeweils nur ein paar Tauben am ersten Tag gekommen sind, in 2 verschiedenen Jahren. Und das waren beides auch Kinder mit 2 verschiedenen Vögeln von Miss Black dabei. Und das hat mich an dieser Taube auch ja, sehr begeistert.